Herzlich willkommen zum Diablo 4 Blog Podcast Nummer 6 mit einem BlizzCon Online 2021 Spezial. Mit mir heute dabei ist der Björn. Hallo. Hallo. Ja, Sascha kann heute leider nicht. Macht nichts, wir machen das alleine, Björn. Jo. Gut. Bevor wir anfangen, würde ich gerne nochmal eben die Themen einmal durchgehen. Wir besprechen am Anfang einmal Diablo ausführlich und danach noch ein paar andere Blizzard-Games von der BlizzCon. Also wenn ihr da nicht mehr zuhören wollt, dann ist es okay. Aber wie gesagt, am Anfang halt Diablo. Gut. Vorweg wollte ich sagen, unser Podcast sollte eigentlich, wenn dieser Podcast rauskommt, auf Spotify, Amazon Music, iTunes und Google Podcast verfügbar sein. Ab dem Zeitpunkt, wo der Podcast draußen ist. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt. Björn, welches Format würdest du denn bevorzugen? Oder wo würdest du denn eher am ehesten einen Podcast hören? Puh, das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich... Also, das ist bei mir schwierig, weil wenn ich mal einen Podcast höre, höre ich sie eigentlich dort, wo er halt ist. Und bin ich schlechter Ansprechpartner. Ich habe jetzt keine Plattform, die ich bevorzuge, sagen wir es einfach mal so. Sondern ich höre den Podcast dort, wo er ist und nicht... Also auf der Website dann, oder? Auf der Plattform. Okay. Genau, also ich höre dann meistens einfach dort, beziehungsweise wenn zum Beispiel er bietet es dort an, dass es dort zu hören ist, dann höre ich das zum Beispiel. Und bin jetzt nicht dran gebunden, dass ich zum Beispiel nur das in einer Plattform. Ja, also ging mir auch so bis vor kurzem, aber ich finde zum Beispiel Amazon Music, da würde ich demnächst mal reingucken, ob da, also ich höre ein, zwei Podcasts, ob die da auch zur Verfügung stehen. Weil normalerweise mache ich das immer so, ich lade die immer die MP3 runter und dann kann ich das unterwegs dann halt auch ganz gut hören. Naja, aber wie gesagt, unsere Podcasts sind demnächst da verfügbar und eigentlich sollten sie auch da verfügbar sein, wenn der Podcast rauskommt. Gut, ja. Wollen wir mal hoffen. Ansonsten dann die Tage. Aber wenn ihr das hört, dann hört ihr ihn ja sowieso irgendwo. Gut, starten wir einfach mal mit Diablo, der Netflix-Serie. Ja, viel wurde nicht gesagt. Sie haben nochmal die Serie bestätigt, dass die Serie sich in Vorproduktion befindet und dass der Zeitpunkt... des Releases der Serie unbekannt ist. Genau. Es soll eine animierte Serie sein. Heißt das, dass das so in der Art, wie die Cinematics sind, gemacht wird? Ich hoffe es einfach mal, weil das ist ja die große Hoffnung, die wir bei Blizzard seit Jahren haben, dass sie endlich mal aus den Cinematics einen Film oder eine Serie machen. Also ich wäre von allen anderen ziemlich enttäuscht, wenn es nicht so auf ungefähr dem Niveau zumindest wird. Ja, das ist schon... Die Cinematics sind aber auch einfach immer geil. Da kann man ja auch sagen, was man das will, ne? Ja. Ich hoffe auch sehr. Also ich freue mich jetzt auch auf eine Netflix-Serie. Ich bin jetzt nicht mega gehypt oder so, weil ich hätte mir vielleicht eine Warcraft-Serie lieber vorgestellt oder Starcraft oder was. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Serie. Ich werde sie mir auch angucken. Ja, ich werde sie mir auch angucken. Wenn sie dann irgendwann kommt. Gut, das haben wir jetzt zur Netflix-Serie. Werden wir... Hast du ein Handy, Björn? Nee, er hat kein Handy. Okay. Ja, dann kommen wir zu Diablo Immortal. Ja, viel wurde da ehrlich gesagt auch nicht gesagt. Als ob die irgendwie aus der letzten BlizzCon gelernt hätten und die Mobile Games nicht so doll ansprechen. Wobei an sich finde ich ja Mobile Games nicht schlecht, aber das Timing war halt irgendwie doof auf der Messe, ne? Auf der bekannten. Ja. Also sie haben halt nur gesagt, dass Ende des Jahres oder später im Jahr die Inhalte des Endgames bekannt gegeben werden sollen. Ja, dass es halt kein so ein System geben wird wie jetzt in Diablo 3, wo man halt immer Rifts machen kann. Ich glaube, das ist damit gemeint. Die haben gesagt, es wird kein System geben, welches den Progress zurückgesetzt. Ich denke, es wird einfach eine fortlaufende Story sein, wo du deinen Charakter dann einfach spielen kannst, oder? Was denkst du? Ja, also es ist halt einfach, keine Ahnung, es ist halt übelst schwer zu sagen in dem Moment. Mhm. Ja, ich hoffe, es ist so auf die Haut, sagen wir einfach mal so. Ja, ich hätte auch ehrlich gesagt, also darauf könnte ich mich schon eher einlassen, aber das ständige Einloggen und immer neue spielen, habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust. Aber es geht ja vielleicht einigen anderen anders, also mir wird das so passen. Ich bin da sowieso noch gespannt, wie das alles umgesetzt wird, weil ich suche auch immer nach. Wir haben es schon im letzten Podcast gesagt, ich bin jetzt kein Mobile-kompletter Fan. Ich versuche mich trotzdem natürlich immer dann, wenn gerade so ein Blizzard ist, mich zu belesen und sowas.
Aber mir fehlen auch immer bei vielen Sachen dann einfach so die Informationen bei solchen Sachen noch, wo ich sagen muss, ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hinführt. Und da ist auch wieder schwer zu sagen, selbst wenn ich Mobile Games nicht mag, weiß ich noch zu wenig davon, um zu sagen, ob das, wie das jetzt wird, weil ich kann es einfach noch nicht abschätzen halt. Und Ja, ich glaube, da das ist müssen wir halt uns gerade alle mal ein das bisschen Thema. überraschen lassen, ne? Ja. Ich hoffe mal auf ein bisschen mehr Informationen, auch wenn ich es verstehe, dass viele nichts mehr davon hören wollen, aber einfach mal eine Information, ein bisschen mehr wäre schon schön, gerade weil es ja eine Überbrückung zu GTA 4 immer noch sein kann. Ja, das stimmt. Dann haben sie auf der Messe noch gesagt, dass es viele neue PvE und PvP-Inhalte geben wird. Soll sogar ein großes PvP-Schlachtfeld geben. Ja, finde ich interessant. Ist jetzt nicht persönlich für mich, um ehrlich zu sein. Ich würde lieber einfach ganz in Ruhe die Story spielen. Aber es gibt Ja. bestimmt einige, die das schön finden. Da habe ich mich auch gefragt, weil ich das immer mal gehört habe und so, wo ich mich immer so frage, wie viele Leute haben denn zum Beispiel mal Diablo 3 wirklich PvP gemacht? Ich kann es halt nicht abschätzen, ich habe es halt nicht gemacht. Aber ich kann es halt auch nicht abschätzen, ob das jetzt so eine große Szene war, ob das jetzt viele gerne gemacht haben, weil Diablo kam mir halt dafür persönlich. Nie so richtig als PvP-Spiel vor. Also, Ja, ich bin da mal gespannt, wie sie es umsetzen halt. da können wir gleich nochmal eben kurz drüber quatschen, wenn wir Diablo 4 denn angehen. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie es umsetzen. Also gucken wir einfach mal. Also ich lasse mich da komplett überraschen. Meins ist es bisher nicht. Vielleicht machen die es ja so gut, dass ich da auch Bock drauf habe, aber ja, bisher muss ich es nicht Ja. haben. Was ich ganz cool finde, ist, also die bringen noch den Kreuzritter und den Totenbeschwörer mit, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Das wollte ich nochmal vorweg sagen. Fand ich ganz cool. Sind eigentlich was über die, ist irgendwas über die anderen Klassen bekannt? Also, wie gesagt, ich habe mich auch mal belesen. Ich finde eigentlich nicht viel, um ehrlich zu sein. Ich finde einfach gar nichts dazu. Ich finde, zum Beispiel, dass du das jetzt mit dem Kreuzritter und Totenbeschwörer, muss ich sagen, als du die Information mir gegeben hast, war ich überrascht. Ja. Weil ich finde einfach, wenn ich das mal eingebe, ich finde halt übelst wenig Informationen dazu, was jetzt wirklich Sache zu dem Spiel ist. Ja. Ist auch so. Also, die haben ja auch schon lange keine News mehr gepostet auf der offiziellen Seite, ne? Sicher ist eigentlich nur, dass es Ja. kommt. Irgendwann. Ja, genau, und deshalb bin ich auch noch gespannt. Deshalb warte ich auch so trotzdem halt, auch wenn es jetzt nicht mein Genre ist mit Mobile Games, warte ich trotzdem halt immer gerne auf Informationen, weil ich möchte mich schon belesen und will jetzt auch nicht sagen, wie gesagt, eben so, ich hasse eigentlich Mobile Games, aber wenn es vielleicht gut gemacht ist, vielleicht überzeugt es mich ja einfach auch. Aber da Ja. hätte ich gerne mal ein paar mehr Infos dazu, weil, weiß nicht, ist. Ich will mich auch noch überraschen lassen. Ich brauche halt, wie gesagt, ich persönlich brauche ein bisschen mehr Infos, um überhaupt mal da ein bisschen mir einen Blick drüber zu machen, was uns jetzt eigentlich erwartet. Weil im Grunde habe ich so gerade die ganze Zeit nur im Vorblick, Diablo kommt aufs Handy. Und ansonsten habe ich irgendwie gefühlt keine Information groß von Blizzard erhalten, was mich so richtig krass da erwartet. Das wird ja auch nicht mehr dieses Jahr kommen, gehe ich mal von aus, ne? Weil sie haben ja gesagt, später im Jahr werden Endgame-Inhalte bekannt gegeben. Ja. Ja. Das fand ich auch ein bisschen komisch, weil da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, jetzt ist doch eigentlich die Zeit, um das vielleicht rauszubringen, jetzt gerade, weil Auf die Wartezeit okay, von wir kommen ja Diablo auch zu 2. Ne? genau, gerade wegen dem ganzen Zeug und ich sag mal, einen besseren Zeitpunkt weiß ich nicht, aber vielleicht ziehen sie auch noch vor, man weiß ja nicht, was Blizzard alles noch im Hinterstübchen alles kocht. Ich glaub, nach Warcraft 3 Reforged wollen die es einfach nicht verkacken. Also da kann ich mir vorstellen, dass sie das sich deswegen noch ein bisschen mehr Zeit lassen, ne? Ja, und Blizzard ist ja leider nicht das für Early Access, das heißt, wir können ja auch nicht erwarten, dass sie jetzt irgendwie ein halbfertiges Spiel rausbringen und dann später die Endgame-Inhalte ankündigen. Da hatte ich auch mal kurz mit den Gedanken gespielt und dann gleich wieder geworfen, nee, das ist nicht Blizzard, das bringt kein halbfertiges Spiel auf den Markt. Nicht im Early Access, sondern als Vollversion mit Warcraft 3 Reforged zum Ja. Beispiel. Aber ein anderes Thema. Was ich noch erwähnen wollte, die kündigen eventuell, oder die wollen eventuell einen 120 Hertz-Support für Immortal ankündigen oder entwickeln. Was ich persönlich ganz geil finde, war mein Handy 100 Hertz, 120 Hertz hat. Also, das läuft halt alles ein bisschen gemächlicher. Gut, das war es eigentlich auch schon zu Immortal. Wollen wir dann zu Diablo 2 Resurrected kommen? Das ist das Spiel, worauf ich mich dieses Jahr am meisten freue, muss ich sagen. Steht zwar noch nicht fest, wann es kommt, aber nur dieses, dass es dieses Jahr halt kommt.
Ich hoffe mal nicht erst Dezember, sondern ein bisschen eher. Also die Ingame-Szenen sahen ja eigentlich schon ganz cool aus. Aber da muss man mal gucken, wie weit die wirklich dann sind, ne? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ja, ich meine, wenn sie sagen dieses Jahr, gut, dann kann es vielleicht immer noch nächstes Jahr werden, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich denke auch irgendwie Ende des Jahres zwar, aber ja, vielleicht nicht Dezember am 31. oder so. Wobei man sagen muss, Dezember ist halt immer ein gutes Datum für Spiele. Ja, das Weihnachtsgeschäft meinst du? Ja, das stimmt. Ja, das ist halt immer das Weihnachtsgeschäft. Oder zumindest halt entweder kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, vielleicht auch irgendwie November oder so. Das ist halt einfach die Zeit. Also, ich finde es auch nicht schön, weil einfach da die Masse an Spielen wiederkommen wird. Und ja, jetzt noch zu wenig wahrscheinlich wissen, welchen kompletten Status jetzt das Spiel ist. Aber ja, es wird wahrscheinlich irgendwie so passieren, auch wenn es halt schöner wäre, wenn wir gerade durch die Diablo Immortal Geschichte, wie gesagt, ein bisschen Überbrückung bräuchten. Das wäre cool, ja. Gut, kommen wir einfach mal zu den Punkten, die Sie auf der BlizzCon noch erwähnt haben. Sie haben noch mal gesagt, dass Sie alle Cinematics neu machen werden. Ja gut, das haben Sie bei Warcraft 3 Reforged auch gesagt. Aber wenn Sie es machen sollten, dann wäre das schon ziemlich cool. Also ja, richtig geil. Dann lohnt Ja, sich das Spiel auch mal wobei. wieder zum Durchspielen. So, darauf wollte ich halt auch hinaus, ne? Ich mein, wer will denn alte Render-Sequenzen sehen, ne? Die würde ich dann eher Ja, skippen, ist wahrscheinlich. aber die Cinematics haben sie ja auch. Da, ja, es wird so eine Sache. Zum Beispiel bei den Cinematics haben sie das wenigstens bei WC3 auch gemacht, auch wenn halt Endgame nicht geändert wurde. Aber die Cinematics wurden ja hochskaliert. Und jetzt aber, das ist wahrscheinlich das, was wir auch von Diablo 2 erwarten können, dass es einfach hochskaliert wird. Die werden jetzt nicht. Also, Nee, mich sie würde haben es gesagt, wundern, dass wenn sie sie neu machen komplett wollen. neue Cinematics. Haben sie gesagt. Ah, Nur, was das ja, da heißt, bin ich auch ist ein dann bisschen am Ende, skeptisch. ja, werden wir dann auch sehen, würde ich sagen. Weil, mal einen Vergleich zu ziehen, StarCraft Remastered haben sie auch gesagt, dass die Cinematics neu gemacht werden. Und das neu gemacht war auch einfach, dass sie hochskaliert wurden. Was sehr, sehr gut bei StarCraft funktioniert hat, im Gegensatz zu den Originalen, muss man sagen. Ja, okay. Aber, also ich würde es feiern, wenn sie es machen, aber ich bin noch ein bisschen enthalten, dass sie wirklich komplett neue Cinematics machen. Es wäre krass. Es wäre wirklich krass. Also wäre schon geil. Also gesagt haben sie es, aber mal gucken, wie es dann wirklich kommt, ne? Ob sie es Ja, wie hochskalieren gesagt, oder neu neu ist halt machen. immer so eine Auslegungssache, meine ich damit bloß. Es kann auch einfach sein, sie machen aus dem Alten was Neues und damit ist ja nicht ein neues Cinematic, wenn du es hochskalierst. Ja, da hast du vollkommen Ja, recht. Also. ich meine, ich hoffe es, ja genauso. Ich meine bloß, ich bin halt nach, was du gesagt hast, nach WC3 bin ich auch ein kleines bisschen zumindest enthalten. Genau. Sag mal, hast du eigentlich viel Diablo 2 gespielt im Sinne von, du weißt, welcher Patchstand der Patch 1.1.4D ist, Nee, mit dem dieses Spiel releasen wollen? da muss ich sagen, ich habe Diablo 2 eigentlich relativ wenig gespielt. Ich habe es mal ein bisschen auf Lance gespielt. Aber ich bin jetzt, muss man sagen, bei Diablo 2 noch nicht so gewesen, dass ich sagen würde, ich habe das rauf und runter gespielt. Weil ich da einfach zu der Zeit wahrscheinlich andere Spiele hatte, die mich da mehr gefesselt haben. Okay. Wo ich sagen musste, das war für mich mehr so ein Multiplayer-Spiel, was ganz cool war. Mal spielen konntest, aber es war jetzt nicht das Spiel, wo ich gesagt hätte, das spiele ich jetzt persönlich 30 Mal alleine rauf und runter. Okay. Das habe ich auch nie gemacht. Also ich habe schon die Schwierigkeitsgrade durchgespielt, aber ich habe jetzt auch keinen Balrun oder irgendwie sowas veranstaltet, ne? Also Ja. da ging es mir dann auch ein bisschen zu weit, aber ja. Also ich weiß auch nicht, was der Patchstand 1.14D ist, um ehrlich zu sein. Gut, hätte ich mich auch mal schlau machen können, aber wird schon ein guter sein, sonst hätten sie den nicht gefehlt. Ja. Ja, Diablo 2 Resurrected soll auf allen Konsolen kommen, oder? Ja. Ja, soll auf allen Konsolen kommen. Das ist ziemlich cool. Und dann haben sie noch angekündigt, dass es eine Cross-Progression gibt, also kein Cosplay, sondern einfach, dass du den Fortschritt auf den Konsolen übernehmen kannst. Im zweiten Abendzug haben sie aber direkt angekündigt, sollte es alles gut laufen, also so haben sie es nicht gesagt, aber so hat man das rausgehört, dass sie eventuell auch Crossplay einbauen wollen würden. Wenn es sich denn lohnt für sie, ne? Finde ich gut. Ich habe halt da Bedenken, dass es manche nicht mitmachen, weil, wie du sagst, es ist halt alle Plattformen. Das heißt, es wird auch für die Switch rauskommen. Was ja nie, auch nicht mal abwegig ist, weil Diablo 3 kam ja auch für die Switch raus. Ja, ich werde es mir auch als einziges für die Switch holen.
Also auf PC und Switch. Ja, das meine ich halt, da bin ich wohl so ein bisschen enthalten. Mit dem Crossplay wird sich wahrscheinlich leider, muss man mal sagen, wird sich Nintendo halt ein bisschen dagegen sträuben. Weil Nintendo ja nie Crossplay macht. Das nicht wollen. Aber was heißt ja nie, weil Dingens läuft auch Crossplay. Sag schnell, das Autorennen, das Autospiel mit dem Ball. Das läuft Crossplay über die Switch? Ja. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, weil bei vielen anderen Sachen tun sie ja schwer, zum Beispiel Diablo 3 tun sie ja komplett verneinen auf Crossplay. Und es wundert mich halt, es gibt auch noch andere Spiele, wo ich mir sage, wo sich Crossplay lohnen würde und das machen sie einfach nicht. Ich Vielleicht erinnere mich lassen sie die jetzt. Switch auch einfach dann raus und machen das auf den gängigen anderen Konsolen, ne? Vielleicht, aber nee, es ist schon für die Switch, haben sie gesagt. Also es sind wirklich alle, ich habe auch Nee, ich gelesen. meine allgemein den Crossplay, sollten sie es entwickeln? Ach so, ja, das kann natürlich sein. Wäre Ja, natürlich ich finde es schade. auch gut. Weil ich würde es genauso, ich würde es mir wahrscheinlich sogar für die Switch holen. Weil ich das eigentlich schön finde, von der Steuerung her. Und ich denke, das würde ganz gut auf den, auch wenn es mal schnell im Bett oder keine Ahnung, wo man kurz noch spielen möchtest. Da finde ich das sogar eigentlich gelungener, es mich, ich glaube, wegen Nostalgie vielleicht, aber sonst vielleicht einen PC dafür zu setzen. Ja, Also ich würde es auch feiern. ich auch. Ich werde es mir wahrscheinlich aber für den PC holen und dann mal gucken, ob ich es mir für die Switch hole. Wahrscheinlich schon. Oder Blizzard lässt was springen, weiß ich nicht. Aber ja, also da kommen wir auch zum nächsten Thema. Controller Support gibt es auch für den PC. Und es gibt keinen Always-On-Zwang, was ich an sich bei anderen Spielen ehrlich gesagt nicht so tragisch finde. Aber bei Diablo macht das schon auch ein wenig Sinn, auch gerade bei der Switch. Weil du die ja teilweise halt auch mal mitnimmst, ne? Für Ja. unterwegs. Bei den anderen Konsolen, die hat es ja meistens im WLAN, ne? Ja, wobei muss man sagen, ich meine, es ist immer gut, einfach mal zu sagen, dass es kein Online-Zwang hat, weil es tut auch einfach mal Leute ein bisschen beruhigen, weil es gibt auch Leute, die da ein bisschen, jetzt, manche gibt es die nur schwarz machen, die wollen halt nicht permanent online sein. Ich finde das eine gute, ist an sich, finde ich, schon mal eine gute Marketingstrategie zu sagen und es auch so zu machen, du musst nicht online zwingend sein, weil das schafft einfach neue Leute ran und finde ich gut. Ja, wenn es nicht sein muss, muss es ja auch nicht sein. Also, ja. Ja, Ist besonders, richtig. ich sage mal, es sind auch gute Alternativen, die ich auch zum Beispiel ich persönlich mal gerne habe. Nehmen wir einfach mal an, ich bin Kunde bei einem bestimmten Online-Anbieter, der mein Internet versorgt und der mal Ausfälle hat. Und was willst du dann machen? Dann willst du dich vielleicht an die Switch setzen oder an irgendwie an PC setzen. Und dann suchst du nach irgendwas, wo muss ich mich denn jetzt nicht einloggen, um das spielen zu können. Das finde ich halt wieder, ist halt eine gute Alternative. Es ist halt immer. Und dann sagen, wo du sagst, vielleicht auch später nach so 2 Jahren, ey, geht gerade irgendwas nicht? Oder hey, keine Ahnung, ich will jetzt mal kurz offline sein, dann kannst du trotzdem das spielen. Ist halt immer noch ein kleiner Anreiz. Ja, also, sehe ich ja auch so. Ich finde nur, dass die Spieler halt irgendwie gegen den Always-On-Modus so krass gehen, das finde ich halt auch. Jeder ist Always-On irgendwie, oder? Also, ich. Ja, das meine ich ja, Ja. Nee, aber wenn es ich nicht finde sein es muss, auch. ist okay. Nutzmacherei, aber es halt, ist gutes Marketing, wie Ja, gesagt. können sie machen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sie haben gesagt, es wird einen 8-Spieler-lokalen Koop geben. Erklär mir das mal. 8 Spieler lokaler Koop. Heißt das, ich kann nicht übers Battle.net mit 8 Spielern spielen? Also lokal bedeutet erstmal, dass du theoretisch halt in einem Netzwerk bist. Ja, lokal würde natürlich bedeuten, keine Ahnung, das können zum Beispiel 4 an einem PC und 4 an anderen PC zusammen spielen. Aber da die das so machen, nehme ich mal an, dass die nur sagen, das hervorheben, du kannst auch lokal spielen und online ist noch extra. Ich sag mal, das ist ja das 8-Spieler-Lokal-Koop, das wäre ja wieder interessant für Konsolen, wo du einfach sagst, du sitzt zu viert, keine Ahnung, in der Bude und zockst und hast vielleicht noch einen Antritt bei einer LAN-Party, du hast vielleicht 2 Fernseher und kannst jeweils 4 spielen und die können zusammen spielen. Ja, Ich denke, dafür ist eher der Punkt. aber heißt es das denn, dass ich, wenn wir im Battle.net spielen wollen, nicht mit 5 Leuten spielen können, sondern nur mit 4 wahrscheinlich, oder? Das ist halt die Frage. Also da bin ich gerade zum Beispiel ein bisschen zu schlecht belesen gerade in dem Moment. Ich habe es auch nicht rausfinden können. Aber ich sag mal, es wäre seltsam, wenn du LAN-Koop mit 8 Mann kannst und online das verbieten. Also da würde ich sagen,
Wahrscheinlich bist du auch mit 8 online. Also, vielleicht machen sie es nicht, aber es wäre halt sehr, sehr seltsam in meinen Augen. Danke auch. Es macht halt keinen Sinn. Also, ich finde es gut, dass sie das. Ich denke mal, die werden das einfach nur hervorheben, für Leute sagen: Ey, ihr könnt nicht nur online spielen, sondern hier, wenn ihr zusammen, keine Ahnung, Familie seid, seid vielleicht schon 5, 6 Leute, könnt ihr trotzdem zu 8 spielen. Ich denke, das soll wahrscheinlich ja. Verkaufspunkt sein. Weißt du, was mir gerade noch einfällt, Björn? Du hattest ja eben gesagt, du willst das ja wahrscheinlich für die Switch holen. Ja. Wollen wir nicht, also ich würde ja gerne das Spiel auch mit dir zusammenspielen. Wollen wir nicht irgendwie sehen, wo die Spieler sich das am meisten holen und dann gucken? Ja, Weil wenn du denke der ich Einzige bist, mal. der auch das auf der Switch hat, bringt es dir halt auch irgendwie nichts, oder? Ja, wir müssen erst mal warten. Ich will das sowieso erst mal gucken. Ich würde es mir für die Switch holen. Es ist halt dann die Frage natürlich mit dem Cosplay, wie machen sie jetzt am Ende, wie Er ja, wird ist ja zum nicht Beispiel rauskommen, das hast du schon Live. gesagt, wenn das Spiel rauskommt. Ja. Es ist auch die Frage, ob ich mir sofort in der. Das habe ich auch letztes Mal. Es ist auch die Frage, ob ich mir sofort hole, wenn es rauskommt. Das kann ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wann es rauskommt und ich weiß, was der Waldenfisch gleichzeitig rauskommt. Ja, Das ist klar, halt dann lohnt sich dann ja schwierig auch zu nicht. sagen. Ja. Kann ja sein, da kommt irgendwie jetzt ein anderer plötzlich ein Blockbuster, den keiner auf dem Schirm hatte und ich sage, ey. Das schiebe ich jetzt erstmal einen Monat oder so vor. Ja, Deswegen, klar. weil ich habe schon Podcast gehabt, ich will jetzt nicht versprechen, ich hole mir das zum Release. Das ist schwierig. Ich wüsste auch nie zum Beispiel mir ein WoW-Add-on zum Release holen. Oder ich mir StarCraft zum Release. Hab ich zum Beispiel auch nie immer geholt. Das ist immer schwierig dann zu sagen, wenn halt irgendein anderer Blockbuster da ist. Nee, verstehe ich Deswegen will ich absolut. jetzt nicht schie deswegen will ich das jetzt nicht reinschieben. Nee, und das meinte ich bloß mit dem Switch. Erstmal abwarten, wie ist die Leistung zum Beispiel dann, die Unterschiede zwischen Konsole und PC und so, das muss ich alles erst dann noch sehen, bevor ich die Entscheidung wirklich treffe. Aber wenn es zum Beispiel relativ gleichgesetzt ist und Crossplay angekündigt ist, wird es eine sehr leichte Entscheidung sein, das für mich für die Switch zu holen, stattdessen. Das will ich damit sagen. Ja. Ja. Wie dem auch sei. Lassen wir weitermachen. Genau. Sie haben angekündigt oder man hat auch gesehen, dass sie die Auflösung mit moderner Technik verbessert haben. Es sah auch richtig gut aus. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Alles Mögliche an Jo. Schnickschnack ist dabei gewesen. Jo, Sah ist ja heutzutage mit Kung fast Fu. noch besser aus als Diablo 4. Egal. Spieler kollisieren. Das haben sie nicht entfernt. Ich weiß nicht, wer sich das gewünscht hat. Das haben sie aber auf jeden Fall nochmal gesagt auf der BlizzCon. Find ich gut. Ja, dass sie so ein bisschen Spiel auch beibehalten, find ich auch gut. Das ist, Diablo 2 Resurrected ist ein eigenständiges Spiel. Das heißt, Diablo 2, das, was wir jetzt so kennen, das geht nicht weg. Also es ist nicht so wie bei Warcraft 3 und Warcraft 3 Reforged, dass das dann einfach überschrieben wird, sondern nee, das sind zwei unterschiedliche Spiele. Was mich dann auch dazu bringt, dass man die alten Helden nicht übernehmen kann. Ist auch gut, die alten Helden sind alle gecheatet. Ja, Also wollte nicht gerade sagen, alle, da konntest du aber auch mogeln und so. ja. Also, ich finde es auch gut. Besonders, du Ja. hast mal einen Anreiz, also du könntest ja einfach einen Endgame-Charakter sofort drüber Ja, das kopieren. ist Wo ist da der Kacke. Anreiz? Finde ich auch nicht schön. Sie haben noch angekündigt, dass die Atmosphäre, der Sound, alles übernommen wird, nur dass sie noch ein paar Sachen hinzugefügt haben, wie Rascheln oder ja, Wind, der nochmal zusätzlich fliegt. Ja, ist auch ganz gut, also sollen sie auch machen. Dann haben sich wohl einige gewünscht, dass man automatisch Gold sammeln kann, wenn man da rüberläuft, über das Gold. War früher anscheinend nicht so, ich wusste das auch gar nicht mehr, man musste das Gold anklicken, dann hat man es aufgesammelt. Das kann man aber optional an- und ausschalten, also wenn sich wenn sich die Leute nicht mehr von der Nostalgie abgeholt fühlen, dann ja, können sie die Sachen auch hin und her schalten. Genauso wie die Grafik, haben sie auch gesagt, dass man die zwischen der alten und neuen hin und her schalten kann. Das finde ich gut. Das finde ich immer gut bei Spielen. Wenn es so einfach geht. Das. Ja. Ja, ich hoffe, das ist so auf Knopfdruck, weil. Kurz ein kleiner Abschweif, zum Beispiel mal Anti-Remakes auch mal ein bisschen hochzuheben. Ja. Zum Beispiel Halo von Microsoft macht das auch gut. Ja, die haben auch die Grafik einfach komplett neu. Also die Welt sieht komplett gleich aus, haben die aber komplett hochmodelliert und du kannst auf Knopfdruck zwischen den Grafiken umschalten. Was Besseres kannst du nicht machen. Und wenn sie es genauso hier machen. Ja, ist perfekt. Kann auf jeden Fall nicht schaden, ne? Also ich werde es nicht machen. Also ich werde es mir mal angucken, aber ich werde es dann auch mit der neuen Grafik spielen.
Ja, ich sag mal, ist dann immer so ein interessanter Vergleich, wenn man sieht, zum Beispiel bei einer neuen Grafik, das ist jetzt übelster Urwald oder da sind jetzt halt irgendwie so Ruinen, die du jetzt zum Beispiel Diablo siehst, dann kannst du ja immer vergleichen, wie sah es denn eigentlich früher aus, was ist denn jetzt die Nostalgiebrille mit dem, was du gerade siehst und so. Deswegen finde ich das immer auch ein bisschen Ist interessant. auf jeden Fall ein cooles Feature. Items vergleichen geht jetzt auch. Also früher musste man immer beide Items hin und her mit dem Cursor und gucken, was draufsteht. Aber jetzt werden beide Items gleichzeitig eingeblendet. So wie in WoW halt. Sie haben das HUD ein bisschen angepasst. Und ja, Diablo 2 ist im Battle.net angebunden. Aber das weiß wahrscheinlich jeder, weil es schon ein Shop ist. Ja, das sind so die Punkte zu Resurrected. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Wenn es genauso wird, werde ich es mir auch holen. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich Bock drauf hätte, aber jetzt, wo ich das auf der BlizzCon gesehen habe, bin ich so ein bisschen, na, gehypt ist natürlich immer das falsche Wort, aber ich freue mich aufs Spiel, ja. Ja. Gut, Nee, wie komm, ja. gesagt, ja, ich wollte nur sagen, wie gesagt, abwarten, ich freue mich auch drauf und gucken halt, wie es jetzt am Ende dann aussieht. Gibt auch zwei unterschiedliche Kaufversionen, ne? Hast du schon gesehen? Einmal das Spiel an sich für 40 €, also 39,99. Und einmal die Diablo Prime Evil Collection. Und da ist, glaube ich, Diablo 3 noch mit drin. Also wer Diablo 3 noch nicht hat, kann sich das jetzt da kaufen. Und für 20 € mehr, ja, kriegt er dann noch Diablo 3. Ist eigentlich fair, wenn man jetzt Diablo 3 noch nicht hat, muss ich sagen. Den Preis muss man natürlich noch ein bisschen. Ich bin ein bisschen von Vorbestellern erstmal abgewiesen, weil ich erstmal, wie gesagt, da auch wieder sehen muss. Ich finde es okay preislich. Ich kann halt bloß nicht einschätzen, wie viel preisig ist jetzt zum Beispiel Diablo 2 gerade wert, weil es wieder so ist. Ich weiß zu wenig darüber. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ich weiß noch nicht, ob es mir in dem Punkt halt so viel Geld wert ist. Ich finde es preislich okay, dass sie Diablo 3 einbinden. Man muss natürlich immer sagen, für die, die Diablo 3 noch nicht haben, wie du gesagt hast, finde ich es. Okay, ist ein schöner Preis. Muss aber auch nicht sagen, Diablo 3 kriegst du momentan auch immer sehr günstig und selbst Blizzard hat manchmal Angebote, wo du nicht viel dafür zahlen musst. Es ist was Schönes für nebenbei. Ob jemand, der Diablo 3 noch nicht hat, aber haben würde, es noch nicht besitzt, schwierig zu urteilen nach all den Jahren. Naja, muss ja Also jeder selber für sich vielleicht. entscheiden. Ja, ich finde, es ist halt sehr schwierig, wie viele Leute das jetzt wirklich in dem Moment interessiert, das noch dazu zu holen. Es ist auf jeden Fall immer, es ist nett, das zu haben. Es ist besser, als wenn man nicht das Angebot hat. Vielleicht, weil es gibt immer vielleicht noch ein paar Leute. Ich finde es okay, ist jetzt kein. Was mich persönlich halt vom Hocker reißt, sagen wir so. Ja, mich auch nicht, aber ich hab's auch. Ich hätte. Ja, ich hätte es zum Beispiel cooler gefunden, wenn sie einfach gesagt hätten: ey, Diablo. Die hätten keine Ahnung, sagen, die kannst das vorbestellen und für was weiß ich, 15 oder 20 Euro mehr kriegst du alle Diablo-Teile und bieten sie ein. Da hätte ich gesagt, okay, das ist ja was Cooles, bis das rauskommt, kann ich es vielleicht nochmal spielen. Das wäre schon So, ein bisschen besser, hast du recht. Ja. das hätte mich zum Beispiel mehr gereizt. Ich finde es okay, wie gesagt, was anderes ist wieder Wunschding. Ja. Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Spiel hier von der Website. Ja. Diablo 4. Ja, was haben sie denn vorgestellt? Sie haben eine neue Klasse vorgestellt, den Jäger auf Englisch Rogue. Ich finde Jäger vom Namen her auch cooler als Schurken, um ehrlich zu sein, weil den Schurken stelle ich mir nicht so mit Bogen und Armbrüsten vor. Und du? Ja, das muss ich auch sagen, das hat mich am Anfang, wo ich auch das erste Mal sag ich mal, davon gehört habe, die News gesehen habe, dachte ich mir einfach so, Rogue, okay, sie stellen keinen Fernkämpfer vor. Da habe ich mir erst gedacht, okay, warum stellen sie einen Rogue vor? Da habe ich erstmal mich dann so mehr, okay, ja, habe ich dann erstmal, also ich habe zuerst die News, muss ich sagen, gelesen und dann habe ich erst den BlizzCon-Stream geguckt, weil ich einfach nicht dazu kam. Habe dann gelegt, okay, gut, ist vielleicht ein bisschen ungünstiger Name, aber weil man das halt mit anderen Sachen assoziiert. Aber ich finde es halt gut und genauso was Ähnliches haben wir uns ja vorgestellt. Irgendwie, wie im letzten Podcast schon gesagt, so ein bisschen Dämonenjäger, aber nicht im Dämonenjäger-Setting, sondern ein Fernkämpfer halt in dem richtigen Diablo-Setting, sage ich jetzt einfach mal, in dem früheren, wie man es so ein bisschen mehr kennt. Und finde ich perfekt einfach nur. Ich auch, ich auch. Ja, der Jäger soll ja auch Dolche tragen können. Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich kann man die auch hin und her switchen, wenn man gerade im Nahkampf sein muss. Ja. Ja, ist okay. Weiß nicht, ob das hätte sein müssen. Aber man wird das dann sehen, wie es dann wirklich ist, umgesetzt wird, ne?
finde es okay, sie wollen wahrscheinlich auch so ein bisschen so, halt, dass du mehrere Playstyles hast. Weil durch den Monik haben sie es auch versucht, dass du ein Set hattest, wo du sagen musst, du hast eine Nahkampfwaffe und damit definiert sich dein Set. Sie wollen wahrscheinlich da trotzdem, dass du ein bisschen mehr Varianz hast. Wenn es ein Schurke ist, wenn ein Schurke schießt, entweder mit Bogen oder schlägt mit Dolchen oder Schwertern oder halt so agilen Waffen, sagen wir einfach mal. Ich finde es okay, passt und ist stimmig, macht Sinn. Muss noch ein bisschen mehr über die Klasse natürlich wieder wissen. Ja, genau. Dann haben sie angekündigt, dass sie zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Frostschaden auf deiner Waffe hast, dass die Gegner auch mal wieder verlangsamt werden. Ja, also das ist ja alles gut und schön, finde ich. Aber das hätte ich jetzt auch erwartet. War das in Diablo 3 nicht so, um ehrlich zu sein? Ich weiß es gar Nein, nicht. Okay. das wollte ich gerade ansprechen. Das fand ich halt das Schade, weil in Diablo 3 war es ja wirklich so, du hattest zwar mal Effekte, die das auch gemacht haben, aber wenn zum Beispiel eine Waffe Frostschaden gemacht hat, hat die einfach Frostschaden gemacht. Und wenn die Frostschaden gemacht hat, hast du einfach irgendwie dann probiert mit deinen Skilltree oder sonstigen Sachen oder mit Attributen zu machen, dass Frostschaden erhöht wird. Aber es gab keinen Unterschied im Grunde zwischen Frost- und Blitzschaden. Und die Community kann mich auch gerne korrigieren, aber gefühlt macht es auch keinen Unterschied. Du konntest Feuerdämonen mit Feuer angreifen, du hast denselben Schaden gemacht. Es gab wirklich, Okay. es hat überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, um Ja, ehrlich zu dann sein. macht es ja auch Sinn, dass sie das jetzt so groß ankündigen, ne? Ja, da hoffe ich halt auch, dass zum Beispiel vielleicht mal so bei Elektrizität vielleicht die Chance auf Stun ist oder bei Feuer brennen die. Gehe ich jetzt mal Hat sich ganz stark sagen, von wenn die aus. so, ja, also solche Sachen, was sie da machen, fände ich schon cool. Dann wird es Reittiere geben. Ist jetzt neu in Diablo, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Also, warum nicht? Die Reittiere kann man noch ausrüsten mit, was weiß ich, mit Hufen, dann laufen sie ein bisschen schneller. Finde ich an sich eine Ja. ganz gute Idee. Da bin ich noch ein bisschen. Das Einzige, ich finde das ultra gut, finde es auch schön, was mich noch ein bisschen Sorgen macht, die Notwendigkeit eines Reittiers. Also, wenn die hier ein Reittier reinmachen, muss das ja auch irgendwie sagen, Nutzen haben. Das bedeutet, solange ich noch kein Reittier habe, oder was haben wir noch nicht dazu angekündigt, ob man es von Anfang an hat, wäre ich ja wie in WoW erstmal ultra langsam unterwegs. Das ist der Beigeschmack, den ich noch ein bisschen habe. Ich hoffe, das ist zugänglich. Also nicht, dass du erst irgendwann gegen Ende deines Abenteuers auf ein Reittier bekommst, Ja. sondern dass du halt das relativ nah bekommst, weil ansonsten sehe ich halt die Problematik, dass es wieder so ist, du hast eine riesige Welt und am Anfang läufst du dir halt Füße wund. Aber ich denke, da sind die erfahren genug, das ordentlich umzusetzen und in einer sinnigen Weise. Also und da bin ich da noch hellauf begeistert Vielleicht braucht und man das Reittier, bestimmt. um zum nächsten Weltboss zu reiten oder was weiß ich. Ja, Und auch. ich hoffe einfach nur, dass es halt dann nicht so ist, dass wir wirklich dann, wie sie gesagt haben, riesige Welten haben und wenn du kein Reittier hast, bist du erstmal 10 Minuten unterwegs, bis du halt irgendwas machen kannst. Das glaube ich Da nicht. habe ich einfach nur Hoffnung. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es so ist. Ja. Ich hoffe auch nicht, dass es so wird. Es ist nur so ein kleiner Hintergedanke, der gerade entsteht. Sie haben noch angekündigt, dass es ja so Lager geben wird. Hast du da was von gelesen? Also man muss wohl, also diese Lager sind wohl in der Open World, aber es ist so lange noch nicht für alle zugänglich, solange du dieses Lager noch nicht freigeräumt hast. Und sobald es freigeräumt ist, können da, glaube ich, auch andere Spieler, könntest du auch andere Spieler mit sehen. Ja. Und in diesen Lagern sollen auch diese Portale sein, diese, wie heißen die noch? Stadtportale. Dann kannst du da wieder zurück in deine Hauptstadt. Ja, du musst sagen, das System, ich habe auch davon bis jetzt gelesen, vorher schon mal. Da bin ich überhaupt nicht durchgestiegen, wie das eigentlich funktionieren soll. Und gerade mit den Freiräumen gemeinsam, das verstehe ich ja halt noch nicht mit dem, weil es jetzt nicht so wie so ein WoW-Server ist, wo du klar, so eine Insel hast, wo du was freischaltest oder so gemeinsam, sondern das verstehe ich halt noch nicht, ob du das allgemein machst oder was passiert, wenn du Nee, dann für dich selber. Das ist, mehrere glaube ich, ein Charakter Solo, bist. ist, glaub ich, ein Solospiel, Abenteuer oder Quest oder so. Und dann, sobald du das freigelaufen ist, ist, glaube ich, wie so Phasing. Und dann kannst du alle sehen. Das ist für dich quasi aus, nur für dich gefaced Ja, ist. okay. Ja. Gucken wir einfach mal, wie es Ja. umgesetzt wird. Bin ich mal gespannt. Also, bisher konnte ich auch noch sehr wenig raus entnehmen. Ist jetzt auch nicht was, was mich wirklich, wo ich gesagt, gelesen habe, vom Hocker gerissen hat oder Nö. so, wo ich auch gesagt habe,
es ist halt okay, sie wollen halt ein bisschen was schaffen. Ich habe zum Beispiel an, ich hätte halt zum Beispiel, was ich so gelesen habe, dass man es auch gemeinsam macht oder so, aber dieses kam in das Konzept noch nicht so ganz rüber und kam mir auch so eher vor, als ist so leicht vorgestellt, weil es wäre es noch in Kinderstübchen, sage ich einfach mal, das Konzept. Also, mir kam es jetzt nie so vor, wo es rankam, wo wir gesagt haben, ey, das ist so und so und so wird das, sondern es kam mir einfach so vor, wir haben die Idee und das wollen wir so ungefähr machen. Also, es war jetzt das ist wieder so eine Sache, was mich halt durch das ganze Thema zieht. Mir fehlen einfach viel zu viel Informationen zu diesem Ja, war auch ganzen noch nicht in Geschehen. irgendeinem Update zu lesen. Also, da kommt vielleicht noch Genau, es war Näheres. ja, ich weiß gar nicht, wo das mal erwähnt wurde. Ich habe es auch nochmal gelesen. Ich glaube, ich muss Auf der aber, BlizzCon wurde das ich will verwendet. so nichts falsch sagen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt sogar nur auf Twitter oder so irgendwie mal erwähnt wurde. Nee, ich glaube auch auf Ob der gerade BlizzCon. Irgendwo war haben das die auf das. Twitter? Ja, Oh, ich ich schaue es glaube mal durcheinander. Okay. schon. Du hast eben erwähnt, das haut dich nicht so vom Hocker. Ich habe noch eins, Ja. was mich nicht so vom Hocker haut. Man kann jetzt über Abgründe und Höhenunterschiede springen. Ja, es war ganz nett. Aber da haben die auch Ja. ein Video zu gezeigt. Ja, hätten sie auch einfach so mal Ja. eben auf der Newsseite schreiben können, finde ich. Ja, es ist okay. Ich finde es auch schön. Es macht auch mehr Sinn, weil nichts ist schlimmer, als wenn du irgendein Spiel eine Stufe hast, die einen Zentimeter hoch ist und dein Charakter kann die nicht erklimmen. Ja, aber ich denke mal, die werden Oder jetzt sowas. tatsächlich auch was einbauen mit Bergen und Gewässer und Ja, was weiß ich. ich denke, die werden da schon ein bisschen mehr da auch in der Hinterhand haben, wo die sagen, ey, wir haben da so ein Konzept und genau nur wegen diesem Konzept, das machen wir jetzt, dass das jetzt möglich ist. Ja, ich denke, da ist auch noch irgendwas Größeres dahinter, wenn sie es so ankündigen, dass da irgendwie ein Gebiet sein wird oder irgendwie eine Mechanik dahinter, die das halt ein bisschen mehr hervorhebt. Denke ich auch. Was sie noch. Ist eine gute Idee. Ja, besser haben als brauchen, ne? Oder wie heißt Genau. Besser das, als sich drüber aufregen, dass, wie gesagt, das Charakter keine Zentimeterstufe erklimmen kann. Genau. Ja, das ist auch manchmal albern gewesen. Naja. Dann haben sie noch angekündigt, dass alle Charaktere sowohl männlich als auch weiblich gespielt werden können. Ja. Finde ich. Ja, ist halt auch so eine Dreingabe, hat man wahrscheinlich erwartet. Ist halt schön, dass es bestätigt ist, sagen wir es mal so. Ja. Transmog wird möglich sein, das war ja eigentlich klar, das haben sie aber nochmal gesagt. Irgendwie müssen die ja Geld verdienen, ne? ja, jetzt kommen wir mal zum PvP, den gibt es nämlich auch. Das haben wir ja schon in Diablo 2 gehabt. Ne, Immortal hatten wir das Thema. Genau. Ja, PvP stelle ich mir, also im ersten Moment ist es wieder nichts für mich. aber ich werde da natürlich auch mal reingucken, ne? Also. Man sammelt, es gibt eine PvP-Region, da kann man sich dann angreifen. Und in dieser Region killt man dann andere Spieler oder killt halt ein Monster, soweit ich das verstanden habe. Die droppen dann Splitter, die muss man reinigen. Und durch dieses Reinigen gibt es eine extra Währung, wo man sich dann wieder PvP-Equip kaufen kann. So habe ich das verstanden. Wenn du da zu viel Aufmerksamkeit erregst, dann wirst du oder wird ein Kopfgeld, glaube ich, auf dich ausgesetzt. Und alle Spieler sehen dich auf der Karte. Das heißt, dann kommen wieder alle zu dir. Können dich töten und dich komplett looten. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, dass sowas funktioniert. Also ein bisschen vom WoW, vom Assassinen, sage ich mal, System. Wo Genau. es ja auch schon ist mit PvP, wenn du zu viele Leute umgebracht hast, bist du halt gehighlightet. Klar, da sind wir halt wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiß, wie PvP-fähig ist Diablo? Weil Ja. ich kann immer damit nichts anfangen, weil ich immer sage, man wird ja immer unmens stärker und macht unmensen Schaden und gebalanced sind die Klassen sowieso nicht. Darauf wollte ich auch hinaus, weil das ist ja nochmal der nächste Punkt. Da müssen sie die Klassen ja auch balancen, ne? Ja. Nur PvE ist es ja eigentlich egal, ob eine Klasse viel mehr Schaden macht oder nicht. Ja. Aber da müssen sie ja darauf achten dann auch, ne? Das, ja. Ist, ja, wie gesagt, die Leute wollten Diablo 2. Und in Diablo 2 gab es auch PvP, ne? Deswegen denke ich mal, bauen die auch sowas ein. Also. Ja, aber das ist ja die Frage, wie viel haben jetzt wirklich, jetzt mal Butter bei den Fischen, wenn ich jetzt mal Diablo 2 alle frage, finde ich, glaube ich, keinen einzigen, der Diablo 2 PvP gespielt hat. Ich finde auch keinen einzigen, der, ich weiß gar nicht, ob es auch Diablo 2 möglich war ohne Mods. Doch, Ich wüsste jetzt auch nicht jemand, glaub, man der kann sich Diablo tatsächlich. 3 PvP gespielt hat. Diablo 3 kenne ich auch nicht. Ne, Weil, das stimmt. deshalb, ich weiß, das ist wieder für mich unverständlich. Vielleicht gibt es da auch eine riesige PvP-Szene, die dann dagegen grölt. Aber wie gesagt, ich kann es mir
Wenn es gut gemacht ist, schön. Ich kann es mir nur persönlich nicht vorstellen, weil es immer so, es ist, wie du sagst, es ist im Balance. Im Grunde, es interessiert aber im PvE keinen. Das heißt, du spielst halt einfach in der Season dann das, was halt gerade besser ist, also was dir am besten gefällt. Ja. Aber ist aber PvP-fähig, wenn ich jetzt mal, ich kann ja nur Diablo 3 erstmal ranziehen, wenn ich schon Diablo 4 nicht weiß. Aber keine Ahnung, das ist doch so imbalanced. Gerade ein Dämonenjäger kann einfach eine Endlichkeit, da kommt keine andere Klasse mal irgendwie ran. Du kannst einfach die ganze Zeit davonrennen, unsichtbar theoretisch. Wo ich mich dann frage, wie willst du so ein System balancen oder irgendwie PvP gut machen? Da müssen die Klassen wirklich, da bin ich gespannt, da müssen die Klassen ja wirklich extrem gut gebalanced sein in jeder Season. Ja, es ist irgendwie. Lassen wir Das uns mal ist überraschen. hardcore. Ja, da bin ich echt gespannt, wie das, ob die da irgendwie vielleicht ein eigenes System noch dahinter machen. Sie hatten ganz am Anfang mal angekündigt, PvP soll unter anderem auch sein, dass man zum Beispiel sich mit zwei Gruppen oder alleine zusammentut und dann wer am schnellsten eine Höhle durchrennt, so wie die Mythic Plus Dungeons in Ja. WoW zum Beispiel. Sowas finde ich vom Prinzip her besser. Aber ich, wie gesagt, ich lasse mich da einfach mal überraschen. Wir wollen das Spiel ja nicht von Anfang an schlecht machen. Bisher haben die auch das umgesetzt, was die Community will. Ich gehe mal davon aus, dass sie da noch ein, zwei Sachen an der Stellschraube drehen. Ja, Gut. nee, also ich Ja. denke halt auch, dass das, ja, da muss man einfach abwarten, wie es jetzt wirklich am Ende aussieht. Und dafür muss man erstmal mehr über die Klassen wissen. Und eigentlich kann man erst über das zu beurteilen, sobald es halt wirklich raus ist, weil man kann ja nicht wissen, nur an der Theorie, wie verhält sich das am Ende auch. Kommen wir zum letzten Punkt hier auf meiner schönen Liste, was das das Thema Diablo angeht. Für alle Konsolenfans da draußen, es gibt, oder es wird auf jeden Fall ein Couch-Koop möglich sein, so wie bei Diablo 3 jetzt, ne? Das finde ich eigentlich Genau. ganz cool. Ja, das ist auch gut, weil ich habe zum Beispiel auch schon mit jemandem aus unserem Freundeskreis auf einer Konsole gespielt. Und es macht auch sogar nochmal mehr Spaß, wenn du neben einen sitzt und Ja, das auf jeden gemeinsam Fall. spielst, natürlich, als wenn du online spielst. Ist immer nicht schön. Und wenn es schön auf Konsole kommt, finde ich, das ist immer ein Muss, weil das ist ja das Verkaufsargument von Konsolen, dass du an der Couch zusammen was spielen kannst. Ja, finde ich auch. Also hätten sie auch nicht rausnehmen dürfen. Ja. Da würde ich zum Beispiel da einhaken, bloß mal ganz kurz, weil ich das nicht weiß, gerade jemand, vielleicht weißt du es einfach, aber ich habe es ja auch noch gelesen, wird es diesen Couch-Koop auch für PC geben? Das wäre halt noch eine interessante Frage, das zum Beispiel, weil zum Beispiel, einfach als mein Beispiel, ich habe meinen Fernseher noch über einen HDMI-Splitter an meinem PC. Das heißt, ich kann zum Geil. Beispiel auch meine PC-Spiele, was ich auch öfters mal mache, von meiner Couch aus spielen, indem ich einfach einen, zum Beispiel einen Adapter, zum Beispiel für den Xbox One-Controller, an den PC anstecke, dann meinen Controller mit auf die Couch nehme und kann halt sowas wie Dark Souls oder sonstige Jump'n'Runs halt auf dem Fernseher spielen. Habe ich auch, ist eine gute Frage. Auf jeden Fall haben sie angekündigt, dass es einen Controller-Support auch für Diablo 4 auf dem PC geben wird. Ja. Deswegen, ich hoffe es einfach mal, ich fände es halt cool, weil das wäre wieder auch ein Punkt, wo ich sagen müsste, vielleicht, wenn es halt zum Beispiel der Switch-Port nicht so gut ist, wäre halt dann wieder so ein Verkaufsargument, ah, ich kann es ja auch auf der Couch spielen. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe es auch so angeschlossen bei mir. Ich spiele jetzt selten was auf der Couch, aber ich könnte es auch, wenn es nötig wäre. Ja, diese sind bei mir dann wirklich auch Spiele, die ich sagen muss, die spiele ich lieber mit dem Controller als mit der Tastatur und das sind sowas wie Jump'n'Runs, Dark Souls bietet sich halt komplett an und sowas. Ja, für sich auch so. Gut, Björn, jetzt haben wir das Diablo-Thema fertig. Also für alle Leute, die nur wegen Diablo eingeschaltet haben. Ihr könnt jetzt ausschalten. Aber ihr könnt natürlich auch Ja. dranbleiben. Wir werden jetzt noch ein bisschen über zwei andere Spiele reden. Einmal über World of Warcraft und danach noch über Hearthstone. Einfach weil ja, Björn und mir diese Spiele auch noch am Herzen liegen. Zu den weiteren Diablo-Titeln hat Blizzard eigentlich wenig bis gar nichts gesagt. Ja, nur mal kurz erwähnt, noch am Rande. Blizzard will zu jedem seiner Titel Mobile Game rausbringen. Was ich persönlich auch eigentlich ganz cool finde, wenn sie gut gemacht sind. Aber da wollen wir jetzt eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte es nur noch mal eben erwähnt wissen. Gut, ja, Björn, dann fangen wir mit World of Warcraft an. Genau. Ich starte erstmal und du ergänzt dann einfach, wenn du was für sinnvoll erachtest.
Fangen wir einfach mal mit WoW Classic an. Da wird jetzt angekündigt, wie sie das handhaben werden. Es wird Burning Crusade geben. Das soll noch dieses Jahr rauskommen. Habe ich es richtig gelesen? Ja. Was ich ganz cool. Ja, wollt ihr was? Ich wollte sagen, die ersten Tests starten sogar in den nächsten Monaten. Also das wird bald sogar passieren. Also wir können wahrscheinlich vielleicht März oder spätestens April, sage ich mal, ist schon so eine Vermutung, werden schon die ersten Tests laufen. Also zu Burning Crusade. Ich hab ja damals auch mit Classic angefangen, auch als es rauskam. Ich fand aber Burning Crusade immer noch mal eine Nummer cooler. Ich weiß nur nicht, ob ich tatsächlich die Lust und die Zeit dafür habe, Burning Crusade zu spielen. Was aber ganz cool ist, wenn ihr jetzt bisher noch nicht Classic gespielt habt, bekommt ihr einen Charakterboost auf Level 58. Also ihr könnt direkt durchs dunkle Portal und in der Erweiterung dann quasi spielen. Genau. Es Das ist läuft, halt auch eine ja. schöne Geschichte. Es läuft Ich wollte halt, gerade sagen, eine schöne Geschichte. es läuft halt, ja, genau. Es läuft halt so ab, wenn ihr jetzt einen Charakter habt, den nehmt ihr automatisch mit. Ihr habt aber auch die Möglichkeit zu sagen, hey Blizzard, ich will meinen Charakter auf Classic behalten, auf den Classic-Servern. Dann könnt ihr ihn für Geld allerdings auf Classic kopieren, also kopieren, ne? Also auf PC ist er auf jeden Fall, aber ihr könnt ihn nochmal kopieren auf Classic. Und das heißt, auf Classic weiterspielen danach. Finde ich Genau. fair. Sie hätten das vielleicht auch mal kostenlos machen können. Warum? Ja, keine Ahnung. Hätte wahrscheinlich dann jeder gemacht. Ich weiß nicht, ob die nicht so viele Serverkapazitäten ausgeben wollten. Ja, ich habe da auch noch eine Hoffnung, wo ich jetzt sagen muss, sie haben ja auch noch nichts zum Spiel, also zur Vorbestellung, also es gibt ja keine Vorbestellung. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass sie trotzdem irgendwie vielleicht am Ende noch sagen, ey, wir bieten vielleicht für einen Charakter genauso wie einen Boost machen. Den Transfer an. Das wird wahrscheinlich jetzt davon abhängen, wie viele Leute werden jetzt rebellieren und sagen, ey, ich möchte aber wirklich auf Classic bleiben. Das ist natürlich auch die Frage, da bin ich nämlich auch noch nicht so sicher, weil die Classic, sag ich mal, ist auch, sag ich mal, gerade im letzten halben Jahr sind die Zahlen wieder geschrumpft von den Spielern, die es gespielt haben. Ja. Spielt natürlich auch das neue WoW-Add-on wieder eine Rolle mit, aber auch so war da ein bisschen Rückgang gewesen. Auch zum Beispiel mir, der auch eine kleine Pause dann gemacht. Wegen Enttäuschung und sonstigen, was wir schon mal angesprochen haben. Deswegen ist halt die Frage, zum Beispiel auch, wo ich mir gefragt habe, wenn die solche Classic-Server aufsetzen, besonders wenn du das spielen willst, du verlierst da erstmal deine Community. Das bedeutet, mit denen du jetzt spielst, müssten ja alle davon überzeugt werden, auf diesen einen neuen Server zu transferieren, damit du das weitermachen kannst. Classic meinst Das du, ja. heißt, es wäre schon ein riesiges Commitment, finde ich, auf Classic zu bleiben. Und nicht den Burning Crusade-Strang mitzugehen, weil wahrscheinlich alle, mit denen du jetzt gerade raidest, wahrscheinlich auf Burning Crusade weiterbleiben und nicht wechseln werden für Geld. Ja, darauf wird es hinauslaufen, denke ich auch. Aber man muss auch sagen, Burning Crusade war auch ein geiles Add-on. Also es gibt da keinen Grund, irgendwie da nicht hin zu wechseln. Ja, klar, ist halt, ich meine, es ist halt die Frage dann, wie viele das nutzen werden und das muss man sich halt immer im Hinterkopf, meine ich, oder für Leute, die vielleicht sagen, Classic fanden sie besser, muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Dass auch du dir dann auf jeden Fall eine ganz neue Community wieder suchen musst, Ja, das wie du es stimmt. schon von Retail auf Classic machen musstest. Ich werde auch reingucken, also es ist ja kostenlos in dem Sinne, weil ich ja AWoW spiele. Von Ja. daher werde ich sowieso reingucken. Ich bin auch für die Beta, habe ich mich angemeldet. Mal gucken einfach. Wenn ich reinkomme, komme ich rein. Wenn nicht, nee, weil ist ja eh, was man da spielt, ist ja im Grunde verlorene Zeit. Das stimmt. Wenn man das so sehen Aber es soll ja möchte, Spaß aber bringen. zum Wenn du Spaß Reingucken hast, ist gerne. doch alles gut. Ja. Ja. Und nee. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass bald auch kommt. Wäre auch wieder halt so ein gutes, keine Ahnung, vielleicht für den Sommer noch oder so, wie es halt letztes Jahr war. Vielleicht kommt er wieder genau um die gleiche Zeit, also vielleicht so August, September, wäre halt realistisch, wenn sie jetzt wirklich mit den Tests beginnen. Wäre es ja halt nicht so unrealistisch, dass wir wieder in diese Zeit landen. Ich finde es auch gut. Ich hatte es gefreut. Ich finde Burning Crusade gut. Weißt du, was mich Und an den ganzen ja. Sachen stört, ist, dass wir alles vorher schon wussten, ne? Also das meiste. Und das nimmt so ein bisschen die Ja. Freude auf der BlizzCon. Dann geht man da hin und ach ja, war ja schon. Ach, da, das kommt ja noch. Und ach, am besten wäre es, wenn Ja. man wirklich gar nichts weiß. Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss,
Dann können wir vielleicht mal zum. Also, ey, mal zwischendurch. Ich fand jetzt wirklich die BlizzCon hat mich dieses Jahr auch nicht so vom Hocker gerissen. Klar, wegen Corona und so war es nicht so viel, aber ich fand halt die Informationsflut, wenn man im Gegensatz zu anderen BlizzCons war, halt schon rapide gering. Weil, wenn man überlegt, was man sonst so alles gezeigt bekommen hat, von Gameplay und allem, da war das dieses Jahr eigentlich der Fokus mehr auf Turniere und. News zu den Spielen war mehr so eine Dreingabe, wo ich mehr so das Gefühl hatte, die wären auf der Gamescom oder so. Aber nicht, dass es deren eigene Messe ist. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil die gesagt haben, ey, wir machen die jetzt später im Februar, machen die online, das ist unsere Messe. Und da muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das hat mich mehr so erinnert wie Gamescom oder die machen von anderen Spielen einen E3-Trailer oder so. Das hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Aber hat mich natürlich dann wieder erinnert, gut, die ganze Geschichte drumherum, die haben auch damit zu kämpfen. Wie gesagt, es war halt ein bisschen schade im Gegensatz zu anderen BlizzCons, aber ansonsten war es okay. Ja. Zum Beispiel, muss man nehmen, mich hat es bis gar wenig jetzt vom Hocker gerissen, auch so oder so, auch wenn ich es nicht gewusst hätte, sage ich mal. Nochmal eben Erwartungen wegen der BlizzCon. Ich hatte auf einen Poll auf der Website und da haben tatsächlich die Mehrheit, ja doch, die Mehrheit hat gesagt, die Erwartungen wurden erfüllt. Also viele haben wahrscheinlich auch nichts erwartet. Ja, das ist halt die Frage dann auch. Das meine ich halt. Ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet. Es war halt nur so ein Beigeschmack, dass halt die anderen BlizzCons schon ein bisschen nicht nur, sag ich mal, von der Aufmachung, dass halt jetzt so massig Leute sind, sondern einfach von der Informationsflut ein bisschen enttäuscht haben. Hast du noch was zu World of Warcraft? Was ist mit dem Retail? Haben die da was angekündigt? Ja, also haben jetzt ein bisschen ein paar neue Sachen angekündigt. Das sind, sag ich mal, auch nur häppchenweise. Also man weiß halt es ein bisschen mehr, weiß halt, dass im Grunde wissen wir ein bisschen, was das Arthas wieder eine Rolle spielt, dass Ner'Zhul eine Rolle spielen wird, dass die Schreckenslords eine Rolle spielen werden. Wir wissen jetzt, dass die Paktkampagne wieder ein 40 neue Paktlevel haben Oh, wird. 40. Oh, Ja, krass. nochmal 40. Und dass das Fliegen an den Pakt gebunden ist, wo jetzt ja viele so fragen, ey, müssen wir jetzt bis zum Ende der Paktkampagne warten, bis wir fliegen können? Oder wie wird denn das jetzt werden? Ist ja weit bestätigt, dass man mit jedem Reittier dann im Schlund reiten kann. Was auch schon mal eine gute Neuerung ist und das Farmen des Schlundreittiers komplett obsolet, aber leider macht. Okay. Da haben sich auch schon viele beschwert, gerade die Torghast, diese Twisted Corridors, die vorhin in den Korridor gegangen sind. Weil die haben das jetzt gefarmt. Und das war ein Accomplishment und war auch nicht so einfach. Und jetzt wird einfach gesagt, okay, im nächsten Patch machen wir einfach von Anfang an, können einfach alle reiten. Okay. Bitterer Beigeschmack. Na, das stimmt. Das ist nicht so schön. Ja, aber ansonsten war zu Retail, sag ich mal, die Informationsflut erstmal gering. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Hearthstone. Das soll dann auch das letzte Spiel sein, was wir heute besprechen. Wir quatschen ja auch schon wieder eine ganze Weile. Ja, Hearthstone, dann fange ich mal an und du ergänzt wie immer, ne? Ich nenne einfach nur mal so die Kernpunkte, ja. Es gibt eine neue Erweiterung. Ja, toll, wie immer. was Neues ist, es gibt ein Kernset, das setzt sich zusammen aus ja, vielen Klassikkarten, aber auch aus aktuellen Karten und auch aus neuen Karten. Das hat dann jeder und das soll auch kostenlos sein. Also diese Karten, ja, kann jeder benutzen, ne? Habe ich es richtig gelesen? Ja, neues Kernset, also das ist die Grundversion quasi, wenn man sich das Spiel runterlädt, hat man schon mal diese Karten. Das finde ich doch okay. Dann gibt es den Classic-Modus, wo du dann wirklich mit alten Karten spielen kannst, die ich weiß gar nicht, auf welchem Stand sind es die Karten, wie sie rausgekommen sind, oder ist es der Stand schon, wo die schon ein bisschen was verändert haben? Also vor dem ersten Add-on, klar, aber. Ne, es sind die komplett die RAW, sage ich jetzt Okay. einfach mal. Da bin ich mal gespannt. Also ich werde auf jeden Fall reingucken. Ja, ich habe auch gar keine Ahnung mehr, was damals gut war, um ehrlich zu sein. Ich war Ja, Control Warrior da schon gut. Also den habe ich aber am liebsten gespielt. der was? Der Control Warrior, war der schon gut damals, oder? Ja, die sind. Also, wenn man sagen will, was OP war, war halt Druid, war komplett OP. Schamane war relativ OP, weil Okay. du ja damals dich auch noch mit dem Heilturm sogar noch selber geheilt hast.
Der war auch relativ OP. Wusste Und ich gar was nicht halt mehr. noch OP war, war Rogue und 30 Legendary Deck. Also wo du einfach nur 30 Legendaries im Deck gespielt hast. War Ja, auch damals krank. gab es auch noch nicht Oh. so viele, wo die dann auch noch wirklich ein bisschen sich abgehoben haben, ne? Ja, die waren einfach so stark von Einsatz. Du konntest halt einfach 30 Legendaries spielen und konntest jeden in Ranked halt theoretisch, wenn du gut gezogen hast, crushen. Und so ging es halt genauso mit dem Rogue und mit dem Druid. Dann kamen sich, ich sag mal, die anderen so ein bisschen eingepegelt. Ja, Und das waren die Vorder. und dann haben sie ja einen neuen Spielmodus angekündigt, und zwar den Söldnermodus, soweit ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel über den Söldnermodus. Ich habe mir zwar was aufgeschrieben, aber wie genau der funktioniert, haben sie auch gesagt, wollten sie noch Ende des Jahres oder nee, jetzt demnächst auch sagen. Ich fange einfach mal an. Also der Söldnermodus soll ein Roguelike-Mission bieten, mit immer neuen Herausforderungen. Man spielt drei Söldner, unter anderem halt Sylvanas, Ragnaros, Tyrion, halt die Helden, denke ich mal. Man verbessert die Söldner von Mal zu Mal, wenn man gewinnt. Und das Level ist permanent. Also du kannst halt immer leveln und leveln. Und wenn du dann irgendwann Level 30 bist, hast du den Söldner auf der Maximalstufe und der kann dann am meisten Schaden machen. Ich habe keine Ahnung. Björn, hast du da was gehört? Nee, das ist, wie gesagt, da halten die sich noch sehr bedeckt, weil die sagen, das ist in der frühen Phase. Was ich jetzt wieder übelst interessant finde in der frühen Phase, das hat mich nämlich bei mehreren Quellen immer gestört. Ja. Und da bin ich noch übelst genervt von. Weil sie sagen zum Beispiel, es ist in der frühen Phase. Und dann kam auch mal so eine Aussage, dass es erst Ende des Jahres kommt. Aber laut der Roadmap kommt das ja schon, Genau. diesen Zyklus von nach diesen, sag ich mal, diesen Kartenpackungen, diesen neuen Add-on, was wir bekommen, danach, also vor dem dann nächsten Add-on, soll das ja schon kommen. Ja, in Phase 1 noch. Das stimmt. Also müssen wir in Genau, den nächsten das 1, wundert 2, 3 mich Monaten halt. was hören, ja? Vielleicht meinen die auch einfach nur, wie gesagt, wie bei Battlegrounds, das erstmal in so eine Testphase vielleicht damit gehen und das so richtig released wird halt erst später, weil zum Beispiel Duels ist ja auch immer noch in der Testphase. Das werde ich auch sagen, okay, das ist wie du, es wird erstmal so angefangen, vielleicht mit einer kleinen Auswahl in der ersten Phase. Aber wie gesagt, es gibt einfach auch viel zu wenig Informationen. Man weiß auch überhaupt nicht, wie überhaupt das Kampfsystem ist. Man weiß ja nur, dass man bis zu drei Söldner hat Ja. und deren Fähigkeiten ausgebaut werden. Wir wissen überhaupt nichts. Und Nee. dass das Kampfablauf relativ schnell, also jetzt nicht so slow-paced sein soll. Keine Ahnung, das ist halt irgendwie. Man kann sich ja halt noch nicht so richtig was drüber vorstellen. Ich finde es halt Eben. nur cool. Ich mag so Dungeon Crawler. Ich mag Card Games. Ich mag Sachen, die rundenbasiert sind. Das mag ich auch so Sachen wie Final Fantasy, was so ein bisschen rundenbasiert trotzdem ist. Ich bin halt gespannt, wie es am Ende jetzt wirklich aussieht und was man davon hält, was die Rewards sind und so weiter. Ja, ich kann jetzt die ganzen Stichpunkte vorlesen. Ich denke, das überspringe ich einfach mal. Fest steht, es ist noch nicht viel bekannt. Man hat Helden, die baut man immer nach und nach aus. Es geht nicht um Decks bauen bei dem Modus, sondern eher um die Söldner. Ja, ich glaube, mehr ist da jetzt auch erstmal nicht zu sagen. Am Ende des Runs trifft man auf den Boss. Und dann, wenn es mehr zu sagen gibt, dann melden wir uns, ja, ich wollte gerade sagen, hier wieder auf dem Diablo-Channel. Wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass wir hier noch die Diablo-Leute erreichen, auch wenn wir selber Bock haben, über solche Themen zu sprechen. Naja, also wir melden uns auf jeden Fall, wenn es da wieder was gibt. Was ganz cool ist, sie werden am Anfang den klassischen Modus nicht anfassen. Also das heißt, sie werden da erstmal keine Anpassungen machen. Finde ich ganz gut, die gucken sich das erstmal an. Ich weiß auch nicht, warum sie Anpassungen machen wollen. Wenn sie sagen, sie bringen Classic raus, dann sollen sie es halt auch so lassen. Also ich meine. Ja, oder gab es da schon irgendwie so krass OP-Karten? Ja, gab es ja, haben wir festgestellt, aber dass die dann geändert werden müssen unbedingt, ja, weiß nicht. Denn es ist ja auch nicht wirklich mehr Classic, oder? Ich meine, sollen sie Ja, wegen mir machen, aber. du mischst aber, glaube ich, gerade ein paar Sachen ein Ja? bisschen. Also Classic ist Classic. Classic nicht das neue Kernkorsett. Nee, genau, ich meinte Classic. Da haben sie Genau. geschrieben, sie werden sich das angucken und eventuell Anpassungen vornehmen, aber jetzt nicht in der ersten Zeit, also nicht in den ersten Ja, zwei, drei, vier, fünf also. Monaten. Das haben sie ja gesagt, sie werden ich dachte gerade so was anderes, nämlich nee, die werden das RAR rausbringen, wie es am Anfang war. Genau. Das heißt, du wirst halt
Auch das zum Beispiel, das ist ja genau die Geschichte, dass ein Schaman-Totem, das Healing-Totem, wieder heilt. Dass ein Rogue halt seine Hero-Power, auch seine Attack-Power erhöht. Wenn du halt, zum Beispiel, du eine 1-2er-Dolch hast und am nächsten Zug das drückst, war es halt ein 2-2er-Dolch. Das Ja, wird halt genau. genauso wieder passieren, dass sie das so machen. Und das finde ich auch gut, sollten sie auch so. Genau, das meine ich halt. Das ist halt, ob die das anpassen werden, ob das wieder geändert werden muss, werden sie halt abwarten, weil es halt an manchen Stellen broken war. Das werden sie halt dann einfach entscheiden und das finde ich auch gut, das erstmal so rauszubringen. Und sie lassen ja zumindest Sachen, die in der Alpha oder in der Beta halt broken waren, kommen ja immerhin nicht rein. Da gab es ja auch ein paar Sachen, Karten, die rausgenommen wurden. Ach, die gingen ja auch relativ lange, die Open Beta, ne? Kann das sein? Ja, also es gab zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man zu sagen, gab es auch, das hieß glaube ich Springtide Totem, auf Englisch weiß nicht, wie es auf Deutsch leider heißt. Was macht denn Und das? das hat einfach gemacht, dass all deine Minions eins weniger kosten. Und damit konntest du halt, wenn du zwei draußen hattest, konntest du die ganze Zeit Knife Juggler und Brewmaster spielen. Ach Also du so. hast halt Kann Knife Juggler gehabt, ich mich hast gar nicht mehr dran Brewmaster erinnern. gehabt Okay. und hast mit Brewmaster den Brewmaster geschaffelt. Ja, das war in der ganz am Anfang der Beta. Und das haben Okay. sie rausgenommen. Ich habe zwar auch voll am Das, die Anfang gespielt, aber Karte. ich weiß nicht mehr. Ja. Da warst du wahrscheinlich noch nicht drin. Also Doch, so doch, wirklich komplett. ich habe es mir gekauft bei eBay, als es möglich war. Die Closed Nee, Beta. ich meine jetzt nicht die Closed, ich meine die Developers Closed Beta, also wo du als Presse reingekommen Achso, bist. nee, das habe ich. Nee. Die Also hatte ich die war ja, nicht. sage ich mal, anderthalb Monate vielleicht vorher. Ich bin Okay. da auch reingerutscht durch andere Sachen und konnte es halt zumindest mal kurz anschauen. Und ich habe es halt vorher gewusst durch andere Sachen, aber es war halt vollkommen broken. Da gab es noch mehr Karten. Ich glaube, vom Rogue gab es noch irgendwie einen Weapon-Buff, der broken war oder so. Also, da waren halt sauren Karren. Haufen Karten, die rausgeflogen sind. Ja. Und die kommen natürlich nicht rein. Einfach mal zu sagen. Also, es wird das, was halt zum Release, wie es so war, so wird es sein. Das ist auch in Alles Ordnung. andere muss man abwarten. Hab jetzt Also, es ist noch. nicht wie bei Classic, dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt den Stand 1.12 Ja, vom genau. letzten Patch. Nee, das stimmt. Also, wie gesagt, wir sollen das erstmal so rausbringen, dann kann man ja immer noch mal gucken. Ja. Ich habe jetzt noch einen Punkt auf der Liste, was für ein E-Sports oder so vielleicht oder für YouTuber cool gewesen wäre. Eine Replay-Funktion steht sehr weit unten auf der Liste bei denen. Soll man dazu sagen? Wird wahrscheinlich dann erstmal nicht kommen. Ich Also, kann mir gar nicht vorstellen, dass es das so schwer jetzt ist, es umzusetzen, aber. Frage ist natürlich, wie wichtig ist jetzt gerade dieser Für die Replay? Masse, ja, nicht wichtig, natürlich. Also von daher ist es schon klar, warum es unten ist, aber ich hätte es trotzdem cool gefunden. Klar, ich bin ich jetzt auch cool gefunden, aber ich finde auch, die haben mehr Baustellen Ja, gerade, auf jeden Fall. Das weil, reicht. keine Ahnung, vor dem. Dem sollen sie mal endlich einen Spectator-Modus wirklich mal gut hinkriegen, weil das ist ja immer noch, was wir haben, ist ja immer noch diese Notlösung, dass du die Karten verkehrt rum zum Beispiel nie siehst. Warum können wir das nicht endlich mal irgendwie ordentlich hinbekommen? Ja, das wäre schon mal ein Anfang, ne? Ja, weil Als das ist ich. schon, das finde ich eigentlich am nervigsten, wenn du irgendwie mal ein Duell irgendwie spectatest, Ja. dass die allein schon umgedrehte Karten sind vom Gegner. Warum muss das so sein? Als ich 2017 war das oder 2018, weiß ich gar nicht, auf der BlizzCon war, konnte ich ja auch die Entwickler interviewen, habe denen das auch gefragt. Ja, sie arbeiten dran und sie haben mehrere Visionen, wie es aussehen könnte. Ja, bisher kam keine andere Vision. Ja, Ja. ich meine, ich verstehe es auch. Ich verstehe auch, dass man andere Prioritäten hat. Aber dann bringt doch endlich mal. Also ich finde es gut, dass sie. Gut, da muss man jetzt sagen, ich finde es gut, dass sie sagen, es hat erstmal keine Priorität gehabt und bringen jetzt so Sachen raus. Battlegrounds, Duels und jetzt Mercenaries. Da sage ich, oh, okay, sie arbeiten wenigstens an anderen Sachen da rein. Haben auch viel Ist richtig halt nur gemacht für den letztendlich. E-Sport schade halt. Ja, das stimmt. Gut, Björn, hast du noch was zu sagen? Keine Ahnung, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz bis mal auf das Core-Set eingehen, Klar, können wir machen. weil wir das nur ganz kurz angerissen haben. Nur so allgemein, ich weiß nicht, ob dich da auch schon mal, was du halt, sag ich mal, von den Neuerungen, also ich meine, dass durch die ganzen Aspekte geändert werden von den Drachen und so. Ich habe mir die Karten noch nicht angeguckt, Björn. Oh, okay, das hast du nicht an. Erzähl mal Nee, so also kann. ein bisschen. Ja, also im Grunde haben sie alle ein bisschen reworked, um die ein bisschen interessanter zu machen, sagen wir einfach mal so. Zum Beispiel Onyxia haben sie jetzt gemacht, dass dieses Füllen von deinem Board mit Welpen ist jetzt immer vom Ende deines Zuges
Das heißt, die wird halt ein bisschen interessanter gemacht, dass du halt nicht sagst, du hast einmal die Welpen, sondern Okay. diese, wenn du unglückselig tötest, hast du immer wieder diese Welpen am Ende deines Zuges. Was halt ein bisschen Pressure macht und halt ein bisschen interessanter ist. Für Alexstrasza haben sie einfach gesagt, okay, wir nehmen diese One-Hit-Kombo weg. Stattdessen macht die halt 8 Schaden an Gegner oder heilt jemanden für 8 von dir. Also ein paar kleine Änderungen, wo du sagen Okay. musst, okay, jetzt sind nicht mehr One-Shot-Kombos möglich. Dann macht das alles ein bisschen interessanter. Ich glaube, ich muss mir die Karten nachher auch mal kommen. Ja, oh, gerade Deathwing ist halt das beste Beispiel, ist jetzt endlich mal eine Control-Karte geworden, die du spielen kannst. Weil er discardet nicht mehr deine ganze Hand, Ja. sondern discardet so viele Karten, wie er Minions zerstört hat bei seinem Battlecry. Und da muss man Okay. auch sagen, okay, da kannst du das auch mal nehmen, wenn zum Beispiel der Gegner hat einen Minion auf dem Feld, Ja. dann kannst du einfach mal den spielen und dann macht er das platt und du verlierst eine Karte. Sind Das ist einfach auf mal jeden so Fall eine sinnvolle Sachen. Änderung, hast recht, ja. Das sind einfach so Sachen. Oh, Nordstormu ist eigentlich der Beste noch. Ich bin, das ist einfach, der ist einfach zu einer noch mehr YOLO-Karte geworden. Das war der mit der Zeit. Genau. Ja. Und der kostet nur noch 7 Mana und ist ein 8-8er. Und der tut die Zeit nur noch auf 15 Sekunden verringern, wenn beide Spieler am Anfang des Spiels diesen Typen im Deck haben. Also wenn zum Beispiel ich den im Deck habe und du den im Deck hast, sind alle unsere Züge nur 15 Sekunden lang. Für Ohne dass man immer. den Also ausspielt. ohne dass man ihn ausspielt, einfach von Anfang an. Das ist Das lustig. ist wie diese Odd-Mechanik, wenn du nur Odd-Karten hast oder Ja, so. genau. Ja. Ja, das ist cool. Also Also das ich ist meine, halt. ach, ich finde, die machen viel richtig und dass sie jetzt ein paar Karten ändern, das ist doch auch schön. Also dann hat man doch mal wieder ein neues Spielgefühl auch, ne? Finde ich. Ja, das finde ich halt auch eine coole Sache, wo du einfach mal sagen kannst, gerade für Turniere kannst du einfach eine Challenge machen, die musst du ins Deck packen und du musst halt jetzt, keine Ahnung, eine Turnierrunde spielen, dass er nur 15 Sekunden hat. Das ist Ja. eigentlich eine witzige Idee, einfach mal. Ich finde es auch Mach gut. halt Bauoption. Das ich aber, ich find's gut, sie haben es geändert, sind ein paar neue coole Sachen dabei und sollte jeder mal einfach mal schauen nach den neuen Karten, weil die sehen echt cool aus. Da kann man sich drauf Ich freuen. gucke mir die auf jeden Fall auch an. Habe ich noch keine Zeit zu gehabt, leider. Gut, ich Ja. glaube, ich weiß gar nicht, wie lange wir reden, weil wir kurz einen Abbruch des Podcasts hatten zwischendurch. Aber ich glaube, 1,5 Stunden sprechen wir jetzt auch schon oder fast, ja doch. Ja, Irgendwie ich so glaube in dem Dreh. anderthalb. Gut, Björn. Dann vielen, vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Gerne, Und wir gerne. hören uns auf jeden Fall im nächsten Podcast, würde ich sagen. Jo. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ach so, eine Sache noch. Denkt dran, uns auf den Podcast-Kanälen zu abonnieren. Spotify, Amazon Music, iTunes und Google Podcast. Und eine gute Bewertung dazu lassen. Das wäre cool. Ja, und jetzt auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Haut rein. Ciao. Ciao.